Meine Mutter fragt mich echt andauernd, was für Klamotten ich zum Geburtstag haben will. Aber ich will keine Klamotten, ich will Actionfiguren. Hey Charlie, vielleicht solltest du mit deiner Mom mal in den Laden da drüben gehen. Seht euch das an, Virusangreifer vom Planeten Griptopia. Das war ein toller Film, echt. War der wirklich so gut? Die Geschichte habe ich nicht verstanden, aber die Spezialeffekte waren ganz hübsch. Diese Actionfiguren sind super cool. Also sowas nenne ich ein Geburtstagsgeschenk. Die sind total eklig. Kann es sein, dass du etwas überempfindlich bist? Kann es sein, dass du etwas schmerzfrei bist? Ihr seid machtlos gegen unsere Invasion. Ja, komisch. Lawrence ist nicht da. Der fehlt doch so gut wie nie. Das muss die Grippe sein, die grassiert. Hey, Angela ist heute auch nicht da. Dann könnte das ja ein richtig netter Tag werden. Oh nein, da warst du etwas voreilig. Hey, das ist ein Viroid. George, das ist ja sowas von eklig. Oh, George, das ist ja sowas von cool. George, du wirst dich bei Charlie entschuldigen. Ich würde statt einer Entschuldigung lieber ein paar Minuten mit dem Viroid spielen. Vergiss es, lass die Griffel von meiner Figur. Du lässt ihn also von niemandem anfassen? Angela und Lawrence durften gestern mal kurz mit ihm spielen, aber Charlie darf das nicht, auf keinen Fall. Ende der Diskussion. Der Viroid landet bis zum Ende der Stunde in meinem Pult. Nein, bitte. Das ist ja einfach wunderbar. Noch ein gesunder Körper, den ich infizieren kann. Gib mir die Figur, George. Kann er nicht unter meinem Sitz bleiben? Also schön. Aber da bleibt er auch, ja? Okay, wir fangen an mit Biologie. Genauer gesagt mit dem menschlichen Immunsystem. Darf ich vielleicht mal rausgehen? Mir geht es nicht so gut. Ja, geh nur, George. Ich weiß. Ich weiß, wie du dich fühlst. Charlie! Leg ihn weg! Was soll der Aufstand? Ich erzähl's dir auf dem Schulhof. Er hört vielleicht zu. Ich weiß jetzt, wieso so viele Leute die Grippe haben. Oh, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass mir gleich meine Kekse wieder hochkommen. So etwas habe ich schon befürchtet. Komm, wir bringen Charlie zur Schulschwester. Bitte, Schwester, Sie müssen sich unseren Freund hier ansehen. Er ist von einem... Oh nein, nicht noch einer. Man sollte diese Grippeepidemie zum Notfall erklären. Ist dir aufgefallen, dass die Leute, die heute krank geworden sind, alle Kontakt mit der Viroid-Action-Figur hatten? Das könnte ein Zufall sein. Miss Gotto hat's doch vielleicht erwischt, weil sie überarbeitet ist. Aber das gilt nicht für Charlie und George. Oh, da hast du recht. Meine Vampirsinne sind jedenfalls nicht verstopft. Wir müssen rausfinden, was der Viroid vorhat, bevor die ganze Stadt infiziert ist. Entschuldigen Sie, gab's schon Beschwerden, dass die Viroid-Action-Figuren Krankheiten verursachen? Nein, die sind auch nicht gesundheitsschädlich, selbst wenn man wild mit ihnen spielt. Ich glaube, diese Figuren stellen so eine Art Pforte für die echten Viroiden vom Planeten Griptopia dar. Sie machen die Menschen krank, damit sie was tun können. Ich bin nicht sicher, aber keine Panik. Mona, der Vampir, ist an dem Fall dran. Ich bin noch nicht überzeugt. Ich meine, sieh dir den Verkäufer an. Dem geht's gut. Und er hat wahrscheinlich Dutzende von Viroid-Action-Figuren angefasst. Ein weiterer Rekrut für die Sklaventruppe. Nach der Inkubationszeit wirst du krank genug sein, um mit mir nach Griptopia zu reisen. Mehr Rekruten. Du jetzt, dass die Viroiden die Menschen mit dem Grippevirus infizieren? Ja, aber wieso? Um sie problemlos auf den Planeten Griptopia transportieren zu können. Wir sollten auf den nächsten Angriff vorbereitet sein. Hier, diese extra starken Vitamin-C-Tabletten werden uns für eine Weile schützen. Es ist nur schade, dass Charlie die nicht genommen hat. Ich frag mich, wie es ihm geht. Ich mich auch. Ich finde, wir statten ihm einen Besuch ab. Mona, Lilly,
Charlie hat es schwer erwischt mit seiner Grippe. Wir müssen aber unbedingt mit ihm sprechen. Tut mir leid, aber ich will nicht, dass er euch auch noch ansteckt. Er ist so schwach und schläfrig, es macht den Eindruck, als wäre er 1 Million Meilen weit weg. Er meldet sich bei euch, wenn sein Fieber gesunken ist. Hast du das gehört? 1 Million Meilen weit weg. Glaubst du, der Viroid hat ihn entführt? Es gibt nur eine Möglichkeit, das rauszufinden. Schon wieder! Es wird Zeit, den kleinen Charlie mit nach Grimtopia zu nehmen. Der Grippeepidemie fährt der Unterricht bis auf Weiteres aus. Das sind wieder die kranken Untaten des Viroiden-Zähnchen. Es gibt nur einen Weg, den gemeinen Kerl zu besiegen, und zwar auf seinem eigenen Planeten. Was ist mit dem anderen Verkäufer? Der hat die Grippe. Der also auch? Sagen Sie, haben Sie noch Viroid-Action-Figuren? Klar. Ich muss dir tatsächlich zu deiner Ausdauer gratulieren. Jemanden wie dich könnte ich auf Grimtopia gut brauchen. Was schwebt dir denn so vor? Wie wär's mit Sklavenaufseherin? Hm. Und wann soll ich anfangen? Naja, jetzt gleich. Tja, verstehe. So transportierst du also deine Sklaven. Ein klein wenig eklig, aber effizient. So, los geht's. Willkommen auf dem Planeten Grimtopia! Eine beeindruckende Sklavensammlung, ehrlich? Deine Aufgabe ist es, sie dazu zu bringen, unsere Nasenhöhlen zu putzen. Keine Sorge, ich werde die Bande ganz locker in Schach halten. Ausgezeichnet. Entschuldige mich, ich muss meine Schleimreserven auffüllen. Arbeitet einfach weiter, ich habe einen Plan. Was? Ich sagte, arbeitet gefälligst weiter, ihr Sklaven. Oh! Ah! Du! Hast mich betrogen! Oh! Jetzt gesellst du dich schön zum Rest der Sklaven. So ein Mist! Ich muss unbedingt Schleim nachzünden. Können wir nicht noch mal drüber reden? Wenn du deine Nase nicht immer überall reinstecken würdest, dann würde sie dir demnächst auch nicht laufen. Es war ein großer Fehler, Viroid. Grimtopia wird endlich frei sein. Nein! Du hast dir
dir dieses schreckliche Grippevirus eingefangen. Dein Vater hat dich auf dem Nachhauseweg aufgelesen. Du hattest Schüttelfrost und murmeltest was von einer Invasion. Der Viroid! Ja, Schätzchen, du hast eine Virusinfektion. Dein Vater besorgt gerade noch etwas Orangensaft. Aber er hat dir ein Genesungsgeschenk dagelassen. Pass gut auf, du da, Mona, der Vampir! An dem Tag, an dem du vergisst, deinen Orangensaft zu trinken, werd ich wiederkommen! Ich bin viel lieber ein Sklave des Orangensafts als dein Sklave. Dieses Rührhirn ist einfach großartig, Dad. Aber wie wär's mit ein bisschen Blutsoße? Blutsoße kommt sofort für die Dame an Tisch 1. Et voilà, stehe ganz zu Ihren Diensten, Madame. Danke. Au, oh, oh, heiß, heiß. Oh, oh, oh. Warte, ich helf dir, Dad. Hoffentlich versucht nicht irgendein armer Vogel, den Toast zu essen. Hey, wer ist das? Ist etwa schon wieder Halloween? Ah! Bob! Kein Tag für einen Postboten, hm? Aber Sie wissen ja, was man sagt. Weder Regen noch Schnee. Ja, wie Sie meinen, hier ist Ihre Post. Danke. Wissen Sie, ohne Postboten würde vielleicht die ganze Welt stehen bleiben. Vergessen wir nicht die Postbotinnen. Jeden Tag dieselbe Route, dieselben Häuser, dieselben bellenden Hunde. Wir wissen Ihre Arbeit zu schätzen, es sei denn, Sie bringen Rechnungen vorbei. Ich hoffe, Sie finden die heutige Post interessant. Hey, hier ist ein Brief für dich. Das ist komisch, Zähnchen. Es klebt keine Briefmarke drauf. Und ein Absender steht auch nicht drauf. Wer auch immer unterbricht diese Kette, hat Unglück zu erwarten, jede Wette. Es liegt nunmehr ganz ausschließlich an dir, Wunsch oder Fluch. Doch bedenke dabei, du hast nur einen Versuch. Ein Kettenbrief! Oh nein, das ist definitiv das größte Pech, das man haben kann. Das ist eine ernste Sache, Zähnchen. Ich muss die Kette fortsetzen, und zwar, indem ich an zwei Leute Briefe schreibe. Tue ich das nicht, muss ich mit den Konsequenzen leben. Hier steht, dass ich 8 Stunden Zeit habe, bevor die Kette unterbrochen ist. Dann bleibt mir ja nur noch Zeit bis heute Nachmittag um 4. Ein Kettenbrief ist so ungefähr das übelste Omen, das man bekommen kann. Wer hat ihn dir nur geschickt? Keine Ahnung, aber ich bin darauf vorbereitet, die Mächte des Unglücks zu bekämpfen. Salz? Aber bringt es nicht Unglück, Salz zu verschütten? Tja, das schon. Aber wenn man Salz über seine linke Schulter wirft, dient es dazu, Pech abzuwenden. Hey, hey, so ein Sauwetter hat doch auch seine schönen Seiten. Seht euch meinen neuen Regenschirm an. Er ist von diesem angesagten Designer Luigi Calone. Angela, nein! Es bringt Unglück, einen Regenschirm drinnen zu öffnen. Wer braucht schon Glück? Dein Aberglaube ist albern. Oh nein, der Kettenbrief scheint tatsächlich die dunklen Mächte des Unglücks freigesetzt zu haben. Angela, schließ deinen Regenschirm! Oh! So, ich denke, das wird das Unglück eine Weile von Angela fernhalten. Ach, ich bin in der blöden Wasserpfütze ausgerutscht. Dafür lasse ich dem Hausmeister einen Verweis erteilen. Wer könnte dir den Brief geschickt haben? Vielleicht war es ja Angela. Oder der fiese George. Nicht schon wieder ein Dijon-Senf-Gurken-Sandwich. Das hatte ich doch erst letzte Woche zum Mittagessen. Nein, Angela kann es nicht gewesen sein. Sie hätte ganz bestimmt ihr goldenes Briefpapier benutzt, mit dem sie immer so angibt. Und George hätte ihn eher dir geschickt, Charlie. Da hast du recht. Das schreit geradezu nach weiterer Erforschung des übernatürlichen Phänomens Kettenbrief. Aber jetzt haben wir erstmal Mathe. Ich hab was gefunden. Das ist ein Buch über Numerologie.
In ihm wird erwähnt, dass die Zahl 8 symbolisch ist. Ja, und? Was hat das denn mit Kettenbriefen zu tun, Mona? Hallo! Immer zwei Kettenglieder haben die Form der Zahl 8. Und ich habe genau 8 Stunden Zeit, den Kettenbrief fortzuführen, bevor die Kette unterbrochen wird. Leuchtet irgendwie ein! Die 8 ist außerdem das Zeichen für Endlosigkeit. Das heißt also, ich werde endlos verflucht sein, wenn ich den Kettenbrief unterbreche. Wieso schickst du den Brief dann nicht ganz einfach weiter? Ich soll die Kette fortsetzen? Lilly, du bist schließlich Prinzessin Gigantia. Und wie sollten Mona der Vampir, Turboman und Prinzessin Gigantia weiterleben können, wenn sie wissentlich die finsteren Mächte des Unglücks unterstützen würden? Wir müssen die Gelegenheit nutzen und die dunklen Mächte des Bösen bekämpfen. Hey, Bones! Ich hab schon überall nach dir gesucht. Oh, ich muss gehen. Bones! Komm raus, wo immer du auch stecken magst. Das bringt Pech. Er ist unter einer Leiter durchgelaufen. Charlie, pass auf! Hey, du, unheimliche dunkle Macht, komm doch mal hier rüber. Ich wette, dem hier kannst du nicht widerstehen. Wir müssen diese Kette unterbrechen, und zwar schnell. Also theoretisch befindet sich das schwächste Glied einer Kette immer am Anfang. Charlie Bones, du bist einfach brillant. Das ist die Erklärung. Jetzt weiß ich, wer den Brief geschrieben hat. Kommt schon, wir haben jetzt keine Zeit mehr zu verlieren. Oh. Der Postbote hat den Brief geschrieben? Ja, Postbote Bob ist unser Mann. Wie sollte man sonst die Tatsache erklären, dass der Kettenbrief weder eine Briefmarke noch einen Absender hatte? Oh, braver Hund. Wir müssen ihm folgen. Schönen Abend, Bob. Wir sehen uns morgen. Ja, klar. Wie viel Zeit haben wir noch, Turboman? Noch so etwa 15 Minuten. Okay, ich erkläre euch den Plan. Guten Tag, Sir. Meine Großmutter wohnt weit, weit weg, aber ich würde ihr trotzdem gerne ein Geburtstagsgeschenk schicken. Doch dafür muss ich genau wissen, wie viel das kostet, denn sie wohnt wirklich weit, weit weg. Wow! Ich hätte nie gedacht, dass so viele Leute im Postamt arbeiten. Wir müssen in den Raum mit der Post. Wie? Ich habe gehört, der wird so streng bewacht wie der britische Königspalast. Da kommt niemand rein. Übrigens ist schon mal jemand in den Königspalast eingedrungen und bis ins Schlafzimmer der Queen gekommen. Also dürfte das hier ein Spaziergang werden. Postservice, womit kann ich Ihnen helfen? Was soll das heißen? Wir haben Ihr Paket verschusselt. Völlig unmöglich. Wir sind die Post. Wir verschusseln niemals Pakete. Verstehen Sie, was ich meine? Niemals! Hey, die Frau war aber echt gut gestresst. Hier ist es. Jetzt müssen wir nur noch die Maschine finden, mit der Bob die Briefe anfertigt. Und dann das Teufelsding zerstören. Ich hoffe nur, Prinzessin Gigantia macht ihren Job gut. Das könnte ja eine Weile dauern. Und als ich 3 Jahre alt war, habe ich meiner Oma meine winzig kleinen Fußabdrücke in Gips geschickt. Diese Maschine fertigt Millionen von Kettenbriefen an. Alarm, Eindringlinge, Alarm, Eindringlinge. Wer auch immer unterbricht, diese Kette hat Unglück zu erwarten, jede Wette. Es liegt nunmehr ganz ausschließlich an dir, Wunsch oder Fluch. Doch bedenke dabei, du hast nur einen Versuch. Der wird mir auch ganz bestimmt genügen. Ich bin nämlich hergekommen, um deinen Kettenbriefen ein Ende zu setzen. Ha! Und wie, Miss Superschlau, willst du das genau anstellen? Du hast schließlich nur noch eine Minute Zeit. Bitte geben Sie die 20 Zeichen Ihres Passworts ein.
Tut mir leid, unkorrekte Eingabe. Versuchen Sie es noch einmal. Danke. Einen schönen Tag noch. Geben Sie Ihren Code ein. Eindringling, Eindringling. Schönen Tag noch. Wunsch oder Fluch. Schokopudding ist immer jetzt im Angebot. Nein, meine kostbaren Kettenbriefe. Aufhören! Das war's, Turboman. Lass uns von hier verschwinden. Und dann, als ich 5 war, hat mir meine Oma ein riesiges Paket geschickt. Und ich dachte, es wäre vielleicht so ein kuscheliger Teddybär. Aber ups, ich muss los. Und? Sieht Mona der Vampir für dich verhext aus? Nein, du siehst eigentlich nur ein bisschen überfrankiert aus. Ich geh schon. Guten Morgen, Miss. Hier ist eure Post. Was ist denn mit Bob? Der musste in den Zwangsurlaub gehen. Ganz offensichtlich war ihm sein Job zu langweilig. Er hat angefangen, Jux-Kettenbriefe zu verschicken. Er braucht jetzt ein bisschen Ruhe, wenn du weißt, was ich damit meine. Schönen Tag noch. Ich glaube, unser Bob hat einen schlimmen Fall von Postbotenübellaunigkeit, Titus.